Hallo liebe Freunde, in diesem Video erfahren Sie, wie Sie den Speicherplatz auf Ihrer Festplatte von Schmutz befreien und die Windows 10, 8 oder 7 Registrierung mit dem kostenlosen Programm CC Cleaner, WinDiaStat und VisiPix bereinigen. Dienstprogramme helfen dabei, Registrierungsfehler zu beheben, Dateien zu finden, die den meisten Speicherplatz beanspruchen und doppelte Dokumente, Bilder und andere Dateitypen zu entfernen. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Im vorherigen Videos haben wir uns angesehen, wie die Systemfestplatte manuell gereinigt wird. Dies ist jedoch ein ziemlich zeitaufwendiger Prozess, der nicht immer effizient funktioniert. Bereinigen Sie Ihre Festplatte und beheben Sie Registrierungsprobleme mit CC Cleaner Freeware. Laden Sie das Programm herunter und installieren Sie es. Dies ist ein einfacher Vorgang, der nicht viel Zeit in Anspruch nimmt. Der Link zum Herunterladen des Programms befindet sich in der Beschreibung des Videos. Führen Sie das Programm aus. Auf der Registerkarte reinigen können wir die Dateien markieren, die gelöscht werden müssen. Ich werde die Standardeinstellungen beibehalten. Klicken Sie auf Analyse, erwarten für eine Zeit. Dann drücken Sie auf Clean. Fertig. Klicken Sie auf der Registerkarte Registrierung auf Problemfinder, warten Sie eine Weile und klicken Sie dann auf Fix. Fertig. Wir haben die Festplatte von unnötigen Dateien befreit und Registrierungsfehler behoben. Das Betriebssystem arbeitet schneller und stabiler. Hinweis: Keine Sorge, alle wichtigen Betriebssystemdateien und Ihre persönlichen Daten bleiben unversehrt. Suchen Sie mit dem kostenlosen Programm WinDiaStat die Dateien, die den meisten Speicherplatz beanspruchen. Laden Sie das Programm herunter und installieren Sie es. Dies ist ein einfacher Vorgang, der nicht viel Zeit in Anspruch nimmt. Der Link zum Herunterladen des Programms befindet sich in der Beschreibung des Videos. Führen Sie das Programm aus. Das Fenster Laufwerke auswählen wurde geöffnet. Ich werde das Systemlaufwerk C auswählen. Drücken Sie auf OK. Wir erwarten. Der Scan-Vorgang dauert einige Zeit. Fertig. Die Anwendung scannte Laufwerk C und zeigte an, welche Ordner, Dateitypen und Dateien den meisten Speicherplatz beanspruchen. Stellen Sie sicher, dass Sie keine wichtigen Systemdateien löschen. Es ist besser, persönliche Dateien zu löschen. Wenn der Ordner eines Programms in Programmdateien viel Speicherplatz beansprucht, können Sie ihn löschen. WinDiaStat zeigt an, wie viel Speicherplatz das Programm benötigt und auch,
wenn dies in Programmen und Komponenten nicht sichtbar ist. Suchen und löschen Sie doppelte Dateien mit dem kostenlosen VisiPix-Programm. Laden Sie das Programm herunter und installieren Sie es. Dies ist ein einfacher Vorgang, der nicht viel Zeit in Anspruch nimmt. Der Link zum Herunterladen des Programms befindet sich in der Beschreibung des Videos. Führen Sie das Programm aus. Als nächstes müssen Sie das Laufwerk auswählen, auf dem Sie doppelte Dateien suchen möchten und es der Liste der analysierten Dateien hinzufügen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start. Wir erwarten, dass es einige Zeit dauern kann. Fertig. Wie wir sehen können, hat unser Programm mehrere Einstellungen, die viel Platz beanspruchen. Wählen Sie unnötige Kopien dieser Dateien aus und löschen Sie sie. Fertig. Stellen Sie sicher, dass Sie keine wichtigen Systemdateien löschen. Es ist besser, persönliche Dateien zu löschen. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angesehen haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal. Vergessen Sie nicht, Kommentare zu hinterlassen. Vielen Dank und tschüss.